Heute ist die Frau Schranz Isabella aus Wien bei uns zu Gast im Therapiezentrum in Brunn am Gebirge. Herzlich willkommen, Frau Schranz. Hallo, Frau Schilin, hallo. Danke, dass Sie das Interview mit uns machen. Dankeschön. Ich muss sagen, es ist ja heute ein sehr trüber Novembertag, aber hier herinnen im Raum scheint die Sonne, weil die Frau Schranz strahlt, weil sie 25 Kilo bei uns abgenommen hat. Es ist jetzt ein Jahr lang her, wie Sie bei uns waren, zum Beratungsgespräch und gestartet haben. Was war vor einem Jahr der Zeitpunkt, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich beginnen? Vor einem Jahr war der Zeitpunkt, ich habe ein Spiel zu Hause geschaut und man denkt, so, du schaust aus, wie du nie ausschauen wolltest. Mhm. Ich denke, nein, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich habe Diagnose von euch gelesen in der Bezirkszeitung, habe mir gedacht, gut, okay, hast du einmal und schaust einmal was an. Wo ist ein Beratungsgespräch? Gesagt, getan, mhm. Und bin natürlich hergekommen und haben mir das Ganze angehört und man denkt, ah, ich beweise nicht, dass das nicht so einfach geht. So mhm. einfach ohne Essen und mehr Essen wie vorher. Und man denkt, so geht das nicht. Mhm. Ja, aber da bin ich sehr getäuscht. Anhand der Beratung und der Unterstützung und anhand mhm. der Kochrezepte und die ganzen Sachen, was man kriegt von euch, mhm. Hat das auf einmal zum Funktionieren angefangen. Mhm. Und man denkt, ah, da schau her, das funktioniert. Und man muss ja wirklich, ich sage jetzt einmal, auch konsequent sein. Man muss sich vornehmen, soll man auch durchziehen. Mhm. Ich bin zu Hause nie auf die Waage gestanden, die mhm. ganze Zeit nicht. Mhm. Ich habe zu Hause ein Gerät gehabt, das habe ich mal vor 10 Jahren wieder reinpasst. Mhm. Und da wollte ich wieder reinpassen, das war mein Ziel. Das war mein Ziel. Das war mein Ziel. Mhm. Nur haben wir gedacht, gut, okay, du sollst essen, du sollst da Frühstück, Jause, Mittag, Jause, Abend. Da haben wir gedacht, wie schaffst du das? Ich bin in Außendienst tätig, mhm. wie machst du das? Mhm. Haben wir gedacht, gut, okay, haben wir zu Hause mein Backerl zusammengemacht, die haben mir meine Jause reingegeben, ich habe mir mein Mittagessen und meine Jause Nachmittag. Ja. Und ich habe wirklich konsequent mir die Zeit genommen, mhm. zu essen. Bevor ich meinen Termin ausgemacht habe, bin ich im Auto gesessen und habe mir meine Jause gegessen. Mhm. Und das habe ich wirklich konsequent durchgezogen. Ja. Und auch zu Hause. Und dann war auch der Zeitpunkt erreicht, wo Sie dem Konzept Easy Life vertraut haben und ja. geglaubt haben. Ja, und auch ja. voll dahinter steht. Ja, sehr gut. Also jeder, was man erzählt, das ist ein Blödsinn, ich sage das brutal. So genau, man muss sich einfach nur dran halten, wirklich konsequent und sagen, gut, okay, man kann es sündigen. Ich war jetzt da... Ihr Erfolgsrezept zum Halten, ja. wollte ich Sie fragen. Ich war jetzt da auf Wellness, habe das Buffet von oben nach unten, von unten rauf gegessen und jetzt weiß ich, jetzt da, nach der, mit den Rezepten und so weiter, schaue ich, dass ich wieder meinen Körper schön in Einklang bekommen. Ja. Und ich sage einmal, das Schönste, was man echt haben kann oder erfahren kann als Frau, mhm. ihrem Partner, mhm. einfach sagen, hallo, schaust wieder super aus. Oder von den Kindern, also meine Kinder haben gesagt, Mama, du strahlst so was Positives aus, du hast dein Leben total verändert. Ja, man hat viel mehr Energie. Ja, und man strahlt, man ist ja positiver, man denkt ja positiver. Okay. Wenn man einfach in den Spiegel reinschaut und denkt sich, Fisch bist. Mhm. Nein, das ja. merkt man auch, sie strahlen, wie gesagt, schon zu Beginn gesagt und sind gut drauf, also stecken alle an. Wir freuen uns, dass ja. wir solche Teilnehmer haben und danken Ihnen sehr. Wirklich. Das ist aber eure Hilfe, Entschuldigung, ja. das unterbricht, das ist eure Hilfe mit eurer Unterstützung. Man muss schon selber das tun, ja, keine Frage, aber die Unterstützung ist von euch da und die Hilfe muss man annehmen, die Hand, was gereicht wird, sollte ja. man nehmen. Na, uns freut es, dass Sie sich so wohlfühlen. Ja. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin, danke. Dass Sie Ihr Gewicht gut halten, aber Sie sind da jetzt Profi schon ja. darin, seit einem Jahr, wie gesagt, mhm. oder seit knapp einem Jahr halten Sie das. Sie haben das ja in 16 Wochen abgenommen und seit einem Jahr, wie gesagt, mhm. und insgesamt, jetzt haben Sie das Gewicht bald. Und Sie werden das auch weiterhin schaffen. Sicherlich. Sehr gut. Gut. Alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ciao.